Nach seinem großen Vereinigungskampf gegen Josef Parker steht für Anthony Joshua am 22. September die erste Titelverteidigung seiner 4 Weltmeisterschaftsgürtel an. Dort trifft er auf Ex-Weltmeister Alexander Povetkin, live bei DAZN. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Kampf und der Übertragung. Eigentlich hatte Joshua einen Vereinigungskampf gegen Deontay Wilder geplant, der den letzten Gürtel im Schwergewicht hält, den der WBC. Nun muss er allerdings zunächst gegen Povetkin kämpfen, der Pflichtherausforderer der WBA ist. Der Kampf wird am Samstag, 22. September ab 23 Uhr im Londoner Wembley Stadion ausgetragen. Dort besiegte Joshua bereits Wladimir Klitschko. Anthony Joshua, Alexander Povetkin im Livestream bei DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird der Kampf exklusiv vom Streaming-Portal der ZN übertragen. Die Übertragung beginnt ab 19 Uhr mit den Vorkämpfen. DAZN zeigt neben diesem Kampf noch zahlreiche weitere hochklassige Box-Events, etwa das Duell um den besten Mittelgewichtler zwischen Saul Canelo Alvarez und Gennady GGG Golovkin am 16. September sowie viele MMA-Bellator-Veranstaltungen. DAZN kostet 9,99 € monatlich, zuvor könnt ihr euch aber einen kostenlosen Probemonat sichern. Anthony Joshua, der neue Box-Dominator. Bisher hat Anthony Joshua jeden seiner 21 Profikämpfe gewonnen, beim letzten Duell gegen Josef Parker gelang ihm allerdings erstmals kein K.O. Erst nach Punkten wurde der Brite zum Sieger erklärt. Gegen Povetkin muss er nun beweisen, dass er angesichts seiner Sammlung an Weltmeistergürteln auch der neue Dominator im Boxsport ist. Anthony Joshua, die letzten 5 Kämpfe, Datum, Gegnerergebnis 31. März 2018 Josef Parker, Sieg einstimmig, 28. Oktober 2017 Carlos Takam, Sieg TKO 10. Runde 29. April 2017 Wladimir Klitschko, Sieg TKO 11. Runde 11. Dezember 2016 Eric Molina, Sieg TKO 3. Runde 25. Juni 2016 Dominik Brisile, Sieg TKO 7. Runde Alexander Povetkin, letzte Chance auf den Titel, 2011 gewann Alexander Povetkin die WBA-Weltmeisterschaft und konnte sie 4-mal verteidigen, bevor ihn Wladimir Klitschko besiegte. Dies war seine bisher einzige Niederlage. Im Anschluss kämpfte er sich wieder nach oben und hat nun erneut die Chance auf einen Weltmeistergürtel. Da der Russe bereits 39 Jahre alt ist, ist dies wohl auch seine letzte Chance. Bei einer zweiten Niederlage würde er wohl nicht mehr die Chance und die Zeit bekommen, um wieder ganz oben anzugreifen. Alexander Povetkin, die letzten 5 Kämpfe, Datum, Gegnerergebnis 31. März 2018 David Preis, Sieg K.O. 5. Runde 15. Dezember 2017 Christian Hammer, Sieg einstimmig, 1. Juli 2017 Andriy Rudenko, Sieg einstimmig, 17. Dezember 2016 Johann Duhaupas, Sieg K.O. 6. Runde 14. November 2015 Mario Schwach, Sieg TKO 12. Runde.